Die Feuerwehr. So kennen wir sie aus dem täglichen Straßenbild. Blaulicht, Sondersignal in zügiger Fahrt. Mit dem Auftrag, einen Brand zu löschen, Menschen zu retten oder materielle Güter vor der Vernichtung zu bewahren. Wir hatten die Möglichkeit, in einem Kommando der Feuerwehr uns über die Aufgaben eines Feuerwehrmannes zu informieren. 6.50 Uhr, der Zeitpunkt der Wachablösung. Nach 24 Stunden Dienst geht die eine Wachabteilung nach Hause und die andere übernimmt den Dienst. Mit großer Sorgfalt und äußerster Gewissenhaftigkeit übernehmen die Offiziere und Feuerwehrmänner für die nächsten 24 Stunden ihren anstrengenden, aber auch interessanten und vielseitigen Dienst. Ein Hilferuf erreicht die Feuermelde- und Alarmzentrale. Niewald, Schnellerstraße, ja? Welche Nummer? 137. Was soll das brennen? Eine alten Anlage im dritten Stock, ja? Ihren Namen bitte. Telefonnummer, wo Sie anrufen? 63 509 23, ja? Feuerwehr kommt zum Brand. Niewald, Schnellerstraße 137, alte Anlage, dritte Etage. Feuerwehr kommt. Einsatz 11, TLF, TL, Einsatz 11, TLF, TL. In allen Räumen ertönt das Alarmsignal. In Sekundenschnelle sind die Löschfahrzeuge mit den Einsatzkräften besetzt. Bereits auf der Fahrt zur Brandstelle beginnt die Vorbereitung auf den Einsatz. Die in jeder Dienststelle der Feuerwehr vorhandenen Einsatzunterlagen von bedeutenden Objekten und Anlagen geben Auskunft über die Löschwasserversorgung und die möglichen Einsatzvarianten für eine schnelle und wirksame Brandbekämpfung. Die persönliche Ausrüstung und das Druckluftatemgerät werden auch schon angelegt. Hier handelt es sich um eine Übung. Die Bekämpfung von Bränden und anderen Gefahren verlangen den Einsatz der ganzen Person. Die sichere Beherrschung der taktischen Regeln der Feuerwehr und sehr gute Fertigkeiten bei der Anwendung der umfangreichen Feuerwehrtechnik sind wesentliche Voraussetzungen nicht allein für das Gelingen einer Aufgabe, sondern auch für die Sicherheit des eigenen Lebens. Hier heißt es schnell und exakt sein. Jeder Handgriff muss sitzen. In Sekundenschnelle müssen selbstständig Entscheidungen getroffen werden, von denen die Rettung von Menschenleben abhängen können. Damit im Ernstfall alles so exakt und präzise abläuft, müssen ständig solche Übungen durchgeführt werden. Feuerwehrmann kann jeder junge Bürger werden, der in Schule, Beruf und gesellschaftlicher Arbeit seine feste Verbundenheit zu unserem sozialistischen Staat bewiesen hat. Voraussetzung ist eine abgeschlossene 10- bzw. 12-Klassenschule und eine Berufsausbildung. Besonders günstig ist eine Lehre als Baufacharbeiter, Facharbeiter für Holztechnik, Elektromonteur, Fahrzeugschlosser. Der Wehrdienst muss abgeleistet sein.
Der tägliche Dienst stellt an die Angehörigen der Feuerwehr hohe Ansprüche. Deshalb erhält jeder Feuerwehrmann eine gründliche Ausbildung, die mit einer mehrmonatigen Grundausbildung an einer Feuerwehrschule beginnt. Hier erwirbt er die erforderlichen theoretischen und praktischen Grundkenntnisse, wie zum Beispiel auf dem Gebiet der Brandbekämpfung, Menschenrettung und Hilfeleistung. Durch umfangreiche Ausbildung wird er systematisch an die Einsatzpraxis herangeführt. Feuerwehrkampfsport und Körperertüchtigung sind nicht nur Bestandteil der Grundausbildung, sondern gehören zur ständigen Ausbildung in den Kommandos Feuerwehr. Ein Feuerwehrmann braucht für seine Arbeit Ausdauer, Kraft, Gesundheit und Mut. Nach der Grundausbildung an der Feuerwehrschule wird die Ausbildung an einem Feuerwehrkommando fortgesetzt, wobei der Feuerwehrmann gleichzeitig als Einsatzkraft seinen Dienst durchführt. Er lernt hier durch die Teilnahme am operativ-taktischen Studium Betriebe und Objekte kennen, die im Zuständigkeitsbereich liegen. Er wird vertraut gemacht mit den baulichen Verhältnissen, lernt die Löschwasserentnahmestellen kennen. Im Falle eines Einsatzes müssen ihm Wege und Besonderheiten im Betrieb bekannt sein, dürfen nicht durch Unkenntnis Verzögerungen eintreten, die eine Brandbekämpfung erschweren. Die ständige Einsatzbereitschaft der Löschfahrzeuge und Löschgeräte erfordern eine sachkundige Wartung und Pflege. Eine Reihe von Geräten, insbesondere Atemschutz- und Rettungsgeräte, werden ständig überprüft. Von ihrer einwandfreien Funktion hängen im Einsatz Menschenleben ab. Nach erfolgreicher Ausbildung besteht die Möglichkeit, als Gerätewart der Feuerwehr, Gerätewart für Atemschutztechnik, Maschinist, Kfz-Wart oder nach einem speziellen Lehrgang als Diensthabender der Feuermelde- und Alarmzentrale eingesetzt zu werden. Im Dienst bewährte Feuerwehrmänner haben die Möglichkeit, sich durch den Besuch eines Lehrganges als Gruppenführer zu qualifizieren. Auf jeden Fall darauf achten, dass auch das Schuhwerk besetzt ist, um einen größtmöglichen Schutz zu erreichen. Das ist das Problem und da helfen wir uns nächste Woche. Durch den dreijährigen Besuch der Fachschule Hermann Matern ist die Entwicklung zum Offizier gegeben. Diese Ausbildung schließt die Befähigung zur Lösung von Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz ein. Eine spezielle Hochschulausbildung ist möglich. Nächste Woche, am 1. der B1000 Vormittagseinzug waren, der fährt zur Kammer mit zwei Genossen, die neu eingestellt werden. Nach den vielfältigen täglichen Dienstverrichtungen kommt dann die Zeit, in der Ruhe eintritt, in der sich die Feuerwehrmänner nach eigenem Belieben beschäftigen können. Wie lange sind Sie in diesem Beruf tätig? Ich bin jetzt 10 Jahre hier im Beruf tätig und habe durch 6-jährige Tätigkeit vor dem bei der Freiwilligen Feuerwehr einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr bekommen. Aber du bist ja schon länger hier. Bei mir sind es inzwischen schon 25 Jahre. Bei dem Beruf Feuerwehrmann denkt man an eine aufregende, spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit. Haben Sie sich auch von diesem Gedanken bei der Berufswahl leiten lassen? Und mein Wunsch war an sich schon immer, Menschen, die in irgendeiner Weise in Not geraten sind, zu helfen. Und habe auch in meinem Beruf Erfüllung gefunden. Und gibt es manchmal, besonders nach einem harten Einsatz, solche Gedanken, in einem anderen Beruf könnte man ruhiger leben? Es gibt harte Einsätze, aber der Gedanke verfliegt, wenn wir zurück sind und feststellen, dass sich der Einsatz gelohnt hat.
Wie wir feststellen konnten, sind die Feuerwehrmänner stolz auf ihren Beruf, werden geachtet und anerkannt. Sie sind stets bereit, unter Einsatz ihres Lebens das Leben und die Gesundheit der Bürger, die Errungenschaften und Werte der sozialistischen Gesellschaft vor Bränden und den davon ausgehenden Gefahren zu schützen.